Wie lange gibt es schon Flugzeuge? Das ist eine gute Frage. Ui. Das wüsste ich jetzt selber nicht genau. Können Roboter auch unsere Schulaufgaben machen? Die Frage bei uns heißt, warum sind wir schlauer als Roboter? Zunächst erstmal aber wollen wir jetzt uns Fritz vorstellen. So, also das hier ist Fritz. Fritz hat sich erstmal hingesetzt. Er ist wahrscheinlich ein bisschen eingeschüchtert, weil hier so viele Kinder heute da sind. Das ist er gar nicht gewohnt, sonst ist er ja nur bei uns in der Universität. Ja, wie baut man einen Roboter? Man braucht Körper, Arme, Beine, Räder, Motoren. Dann braucht man sowas wie Sinnesorgane, er muss ja gucken können, und Ohr wie ein Mikrofon. Wir brauchen ein Denkapparat, nicht einen Computer. Ich stelle jetzt Fritz hier hin und ärgere ihn ein bisschen, indem ich ihn auf die Seite lege. Und was macht er? Er steht von alleine wieder auf. Und ich habe hier einen Ball mitgebracht, das ist genauso ein Ball, wie er beim Fußballspiel verwendet wird. Und ich lege ihn hier nach vorne. So, jetzt sieht er den Ball. Und er wackelt deswegen mit dem Schwanz und kann auch zum Ball hinlaufen, wie man sieht. Also alles klar, er sieht den Ball und reagiert offenbar darauf. Jetzt sieht er ihn kurz nicht. Und können wir das Licht noch ein Stück höher drehen? Und jetzt sieht man wieder einen Unterschied zwischen Mensch und Roboter. Nämlich, wir sehen alle den Ball, aber er sieht ihn offenbar nicht. Und erst wenn ich ihm sage, hier ist der Ball, dann kann er wieder darauf reagieren und mit dem Ball zum Beispiel den Schuss ausführen.